Hallo Leute, heute geht es um einen sehr glücklichen Tagesfund von mir. Und zwar, das ist einfach cool für so eine Lampe. Die sind super selten und so eine habe ich seit 3,5 Jahren gesucht. Und ich habe endlich eine in der Sammelkiste gefunden. Und zwar ist die von Ikea, also von Megaman hergestellt. 7 Watt Reflektorlampe. Und das ist einfach so cool. Ich habe für so eine für Ewigkeiten gesucht. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Das war mein bester Fund. Wirklich, da bin ich einfach nur froh drüber, dass ich die gefunden habe. Und zwar sind die richtig cool. Wir sind früher immer in ein Hotel gegangen und das hatte die drin. Das heißt, ich habe auch sogar noch eine Verbindung mit denen ein bisschen. Die hatten so Spotlampen und da waren die hier immer drin. Und da fand ich das Design von denen immer so richtig cool. Und ein paar Nachbarhäuser hier hatten das auch. Und bei denen fand ich das Design immer so cool. Und jetzt habe ich endlich mal eine von denen. Und zwar sieht man schon, was direkt auffällt, die komischen Röhren hier. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie bei einer normalen Energiesparlampe. Die ich aber nicht rumfliegen habe. Im Endeffekt halt hier vorne das, da wären dann die Filamente. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und dann im Endeffekt 2 von denen zusammen gemacht und die Filamente da hinten. Es ist so hammermega, dass ich die gefunden habe. Man sieht den Reflektor da drin und die sind klar. Das heißt, man sieht hier schön die ganzen hochwertigen Bauteile. Sie sehen zumindest sehr hochwertig aus, weil ich von manchen billigen Energiesparlampen gesehen habe. Wie gesagt, ich glaube, die wurden bei Megaman hergestellt und Megaman ist eine richtig gute Firma. Das heißt, wenn ihr Energiesparlampen von Ikea in der Sammelkiste findet und die jetzt nicht so aussehen, als wären die schon kaputt, dann nehmt euch die mit, weil die gibt es nicht mehr und die sind richtig gute Qualität. Die halten euch richtig lange. Ich habe so Runde von Ikea. Ich kann meine holen, wenn ich hier nicht über meine Sachen drüber fliege. Ah, nicht kaputt gehen. Die hier. Und so welche hatte ich früher in meinem ganzen Zimmer, in den ganzen Lampen. Und ich kann mich daran erinnern, die letzte habe ich in der Lampe benutzt, bis sie die dann bei Ikea nicht mehr verkauft haben. Dann habe ich die da rausgedreht. Und das sind richtig gute Birnen. Also die Birne hier ist bestimmt schon 7 Jahre alt. Und wir leben hier in der Wohnung seit 3 Jahren. Da hat die 3 Jahre in dieser Lampe als Schreibtischlampe, also jeden Tag bei den Hausaufgaben geleuchtet. Und vorher war die immer im Nachtlicht, also auch immer nachts an. Und es ist einfach unglaublich, dass sie noch gehen. Und das ist richtig gute Qualität, die Lampen. Aber zurück zu der hier. Das wird wohl ein langes Video, weil die haben lange Aufwärmzeiten. Das ist einfach ein Hammer-Design. Ich schraube sie mal rein in meine Fassung hier hinter euch. Die ist nicht mehr ganz so hell. Die ist halt nicht mehr die neueste. Die muss aufwärmen. Aber die hat auch ein cooles Startup. Dauert zwar sehr lange, aber deswegen ist es so cool. Jetzt startet sie. Zack, jetzt ist sie angegangen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das erste Mal, als ich die aus der Sammeltruhe geholt habe, war quasi hier vorne das nur pink. Man sieht das auf der Kamera nicht so, aber es ist immer noch so ein bisschen pink. Und es ist ja dunkel jetzt noch. Und ich lasse sie mal hier. Ich gucke da drüben mal in meinem Netzteil. Und ich würde sagen, dann wärmt die hier mal mit euch auf. Und ich gucke da drüben, weil das Aufwärmen dauert sehr lange. Aber sie wird schon hell. Also vorne ist auch noch ganz dunkel und hinten ist noch hell. Ich glaube, das sieht man auch nicht. Doch, das sieht man ein bisschen. Hier hinten, wie es da hell ist und hier dunkel. Ich lasse sie da mal liegen. Also mein Netzteil tut sich auch noch okay. Komme ich mal wieder zurück zu euch. Und sie wird dann extrem heller. Auch wenn die sehr lange braucht. Man sieht das Licht scheint hier hinten durch. Ja, man kann schon kaum noch reingucken. Man sieht auf der Kamera schon die Kristalle sozusagen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr reingucken. Ich würde sagen, wir warten nochmal 30 Sekunden. Und dann zeige ich die mal selber. Ich habe mir hier vor kurzem eine Reinigungskassette gekauft. Ich mache zwar immer mit Alkohol sauber,
Aber ich wollte mal gucken, wie gut so eine Reinigungskassette ist. Und die habe ich auf eBay Kleinanzeigen für 1 Euro gefunden. Die gibt es auf Amazon für 6 Euro, aber hier ist unten so Klebeband, was sie zuhält und das war noch dran. Und der Typ hat gesagt, die wäre auch neu verschlossen. Da habe ich mir die für 1 Euro mal gekauft, um zu gucken, wie gut die sind. So eine Trockenkassette und die ist gar nicht mal so übel. Ich habe hier A und B drauf geschrieben. Ob ich da 6 Euro für bezahlen würde, ist eine andere Sache. Aber für 4 Euro ist die schon ganz gut. Hat aber kein Fenster drin, also ist einfach nur offen. Ist halt keine gute Qualität, aber tut, was sie soll und das ist das, was ich brauche. So, ich würde sagen, die Lampe hat jetzt fast ihre vollste Nähe. Helligkeit erreicht. Wie man sieht, ist sie sehr hell. Sieht da drin alles. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf die Sachen strahle, sieht man schon, dass sie nicht mehr besonders prickelnd hell ist. Aber wenn ich jetzt nochmal meine Hand vorhalte, sie macht es dann nicht. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Ansehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und das war Leos Technik-Kanal.